Aber es geht heute auch gar nicht um die Angleichung des Rentenwertes Ost an den allgemeinen Rentenwert. Das hatten wir schon beantragt. Ja, das beantragen Sie auch, aber Sie wollen ja nicht, dass die niedrigeren Osteinkommen höher berechnet werden. Und damit wollen Sie die Ostdeutschen erheblich benachteiligen. Deshalb können wir Ihrem Antrag nicht zustimmen. Rentensystematisch wäre nur eine rückwirkende Übernahme des aktuellen Rentenwertes für Ostrente eine saubere Lösung. Aber sie ist, das wissen wir alle, weder bezahlbar noch wirklich in der Gesamtgesellschaft vermittelbar. Auch das gehört zur Wahrheit. Die Anträge der Linken suggerieren immer wieder aufs äußerste und populistische Art, dass dies auch passieren muss und finanziell drin ist, ohne sich um die Finanzierungsanteile der Länder und des Bundes zu kümmern. Natürlich waren wir uns immer bewusst, dass mit den Regelungen zur Rentenüberleitung nicht sämtliche Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger in den neuen Ländern erfüllt werden konnten. Da gibt es eine ganze Reihe von Bürgerinnen, deren Ansprüche ist nicht anerkannt worden und die kriegen neben einer ganz kleinen Rente eine Grundsicherung. Und nun passiert Folgendes: Bei jeder Rentensteigerung, egal wie groß die ist, wird die Grundsicherung entsprechend abgeschmolzen. Seit Jahren bekommen die nicht einen halben Euro mehr, obwohl die Preise ständig steigen. Das sind in Wirklichkeit regelmäßig Minusrunden und nichts anderes. Die Union setzt sich je für eine vernünftige Rentenpolitik ein. Einerseits müssen Rentnerinnen und Rentner die verdiente Rente mit Erhöhungen erhalten. Andererseits treten wir für einen stabilen Beitragssatz ein. Mithelfende Familienangehörige von privaten Handwerkern, meine Damen und Herren von der FDP, die waren automatisch in der DDR rentenversichert. Sie kannten das nicht und haben es einfach gestrichen. Warum sind wir nicht in der Lage, für die den Rentenanspruch anzuerkennen? Die Anträge der Linken werden dieser komplexen Fragestellung nicht gerecht. Sie schlagen im Wesentlichen Pauschalbesserstellungen vor, ohne zu fragen, ob damit neue Probleme geschaffen werden. Das ist aus unserer Sicht systemwidrig, ist auch einseitig. Es reißt Wunden zwischen Ost und West auf, anstatt für eine notwendige Rechtsangleichung zu sorgen. Ich begreife es nicht. Es gab in der DDR für geschiedene Frauen und in Ausnahmefällen auch Männer keinen Versorgungsausgleich. Wir haben einen Vorschlag gemacht, wie man das ausgleichen kann. Sie lehnen das ab. Warum wollen Sie Geschiedene so viel schlechter stellen? Ich verstehe es nicht. Auch die Forderung nach einer Verbesserung der rentenrechtlichen Stellung der vor 1990 in der DDR Geschiedenen ist in der Vergangenheit einer gründlichen Prüfung unterzogen worden. Eine Lösung, die nicht zu neuen Ungerechtigkeiten führen würde und von der Verwaltung auch umgesetzt werden könnte, ist bislang nicht gefunden worden. Hausfrauen, manche Hausmänner, aber überwiegend Hausfrauen hatten in der DDR die Möglichkeit, Marken zu kleben. Zwischen 3 und 9 Mark monatlich. Und die haben sie geklebt. Und in der DDR war es so, dass die Höhe der Rente weniger von der Beitragshöhe, sondern entscheidend von den Jahren abhing. Und dadurch hatten sie eine ganze Zahl von Rentenjahren. Sie haben die einfach gestrichen mit der Begründung, dass sie das nicht kennen. Das ist arrogant und ignorant. Und wir fordern nur, dass sie das wieder korrigieren. Es gibt Personengruppen, die haben Grund, mit ihrer finanziellen Situation unzufrieden zu sein. Aber die Vorschläge, die die Linke dazu liefert, sind nicht geeignet, hier gerechte Lösungen zu finden. Die Löhne von Krankenschwestern in der DDR waren viel zu gering. Das bestreite ich doch gar nicht. Hören Sie doch erst mal zu. Deshalb hat aber der Gesetzgeber gesagt, kriegen Sie bei der Rente eine Erhöhung um den Faktor 1,5. Und diese Erhöhung haben Sie gestrichen. Wir wollen doch nur, dass Sie wieder den Anspruch erwerben, den Sie schon einmal hatten. Sie haben ebenso wie die Krankenschwestern in Westdeutschland viel dafür beigetragen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in dem Land aufrechterhalten geblieben ist. Und ich glaube schon, dass es angemessen wäre, dass wir den Ostrentnerinnen ein Stück weit auch Anerkennung zugestehen, dass sie nicht aufgrund ihrer schlechten Bezahlung zu DDR-Zeiten heute noch unterleiden müssen. Ich glaube, hier, meine Damen und Herren, ist Handlungsbedarf für uns angesagt. Ich sage Ihnen noch einmal, das Rentenrecht ist nicht das Feld, wo man eine Biografie bewertet. Das kann man mit dem Strafrecht machen, wenn es dafür Anhaltspunkte gibt oder mit anderen Mitteln, aber nicht mit dem Rentenrecht. Und gerade die Union hat das früher immer abgelehnt und erst nach dem Ende der DDR eingeführt. Herr Gysi, hören Sie endlich auf mit Ihren ketzerischen und teilweise unwahren Behauptungen. Uns geht es niemals um eine Besserstellung. Das ist doch Quatsch. Letztlich wollen wir, dass eine gleiche Lebensleistung zu einer gleichen Rente führt. Das ist doch nicht zu viel verlangt in einer Gesellschaft. Die sofortige oder stufenweise Angleichung der Ost- an die Westrenten werde
abgekoppelt von der Lohnentwicklung, scheidet zudem auch aus finanziellen Gründen aus. Eine Rentenangleichung würde die Rentenkasse zusätzlich mit 6,2 Milliarden Euro belasten. Und solange wir im Bundestag sind, werden Sie jede Legislaturperiode einmal diese Anträge bekommen, um deutlich zu machen, dass das ungerecht ist, was Sie hier gemacht haben. Und ich bin doch nicht derjenige, der auch nicht Leistung würdigen kann. Aber das, was hier geschehen ist, ist ungerecht. Und wissen Sie, was mich stört? Sie setzen auf die biologische Lösung. Sie wissen, jedes Jahr sterben Leute und es sind immer weniger, die das zu beanspruchen haben. Und das ist überhaupt nicht hinzunehmen. Ein Argument mag ich auch nicht, dass kein Geld da ist. Wissen Sie, in einer Woche können Sie 480 Milliarden Euro für die Banken bereitstellen. Aber diese lächerlichen Beträge, die haben Sie nicht. Stellen Sie endlich Rentengerechtigkeit her.